28. März 1989. Durch die Staatskrise Jugoslawiens und die als nationale Erhebung empfundene Wiedergeburt Serbiens wird die Autonomie des Kosovo gänzlich aufgehoben. Moment, das ist doch der falsche Text, oder? Der am selben Tag geborene Peter Georg Smits wächst in Weeze auf, einer 10.000 Seelengemeinde, bei der wahrscheinlich der Stammbaum der meisten Bewohner kreisförmig ist und die Nähe zur deutsch-niederländischen Grenze für einige entspannte Stunden im Kinderzimmer gesorgt hat. Wie auch immer. Die frühen Jahre des passionierten Betonlockenträgers sind schnell zusammengefasst. Kindergarten, Schule, Verweigerung der Wehrpflicht und dadurch resultierende Berufung als Urinkellner im Hotel Incontinental und schließlich Studium von irgendwas mit Medien. Doch das hobbymäßige Heller von Sinn-Double hat Größeres im Sinn, sonst hätte er nicht mit 20 Jahren entschieden, als Ludenpitt Karriere auf der legendären Reeperbahn in Hamburg zu machen und einen Prostitutionsring ungekannten Ausmaßes aufzuziehen. So lernte er in einem seiner Bordelle den Pizzaboten Hardy kennen, einen seiner heute besten Freunde, der ständig auf einen Überwachungsbildschirm im Büro starrt und sich so einen Platz in Peters Herzen sichert. Jedoch, wer ist Roger Rogerson? In welchem familiären Verhältnis steht er zu Peter? Warum hat Roger Rogerson das gleiche Baby-Glutal-Regionsgesicht wie er? Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Aber der sympathische Hacke-Peter wäre kein Let's Player geworden, wenn ihm nicht irgendwann sein Talent zum Cheaten aufgefallen wäre. So gewinnt er heute, natürlich immer unverdient, in Worms, Mario Kart und TTT und wehe, irgendjemand beschwert sich, denn dann verwandelt er sich in Moral Pete, den Verfechter der guten Moral und Retter der achtbaren Sitten. Doch auch wenn Peter heute das Sexsymbol der deutschen Let's Player-Szene ist, er ist auf dem Boden geblieben und kann es sich sogar leisten, mehrere Angebote vom legendären Hasenmagazin auszuschlagen. Denn seien wir mal ehrlich, Peters sexuelle Energie ist bereits atemberaubend, wenn er angezogen ist. Unser Chief des guten Geschmacks mit immer eine Handbreit Weizen unterm Kinn. Peter fucking Hurensmitz.